Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video hier in der Mopedi und Snapcast-Reihe. Dieses Mal möchte ich dir noch kurz zeigen, wie du ein eigenes Wiedergabegerät für dein Setup bauen kannst, damit du zum Beispiel eben andere Stereoanlagen noch smart machen kannst. Hier in diesem Tutorial-Video werden wir mit Hilfe eines Raspberry Pi Zeros ein einfacher Wiedergabeplayer bauen, den wir dann in unser Snapcast- und Mopedi-System mit aufnehmen können. Was brauchen wir dazu? Nun, wir brauchen erstmal einen Raspberry Pi oder was ähnliches. Ein Einplatinencomputer reicht aus. Warum genau diese? Ja, die brauchen so gut wie keinen Strom. Man kann die ganz einfach per USB an Stereoanlagen noch mit anbinden, wenn es zum Beispiel geht. Hier in meinem Fall werde ich das Ganze an einen AV-Receiver dann anschließen. Der hat zum Glück einen USB-Port dran, womit ich dann den Raspberry Pi mit Strom versorgen kann. Optional ist hier in dem Fall ein DAC, also ein Digital-Analog-Konverter, damit wir für analoge Audiosignale die beste Soundqualität bekommen. Ich würde nicht unbedingt empfehlen, den eingebauten Audioausgang von einem Raspberry Pi zu verwenden. Die sind einfach qualitativ nicht gut. Dann brauchen wir eine SD-Karte mit 4 GB oder 8. Mehr brauchen wir auf keinen Fall. Da muss ja nur ein System drauf und Snapcast. Natürlich ein paar Kabel, um alles anzuschließen. Ein PC, womit wir nachher die SD-Karte mit dem System bestücken können. Und ein fertiges Snapcast-Setup nach meiner Anleitung. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung, solltest du die noch nicht umgesetzt haben. Ich benutze hier fürs Tutorial einen Raspberry Pi Zero VH, weil er zum einen schon die Pins mit angebaut hat, damit wir dort gleich ein DAC draufstecken können, und er hat WLAN. Ich benutze das erste Modell, nicht das zweite, wo mir jetzt neu herausgekommen ist, weil es vollkommen ausreicht für einen Snapcast-Player. Dann verwende ich noch einen DAC, und zwar, um genauer zu sein, den DAC Plus Zero in der Version 1.0.1 von HiFiBerry. Das Ding sollte mit Plug and Play funktionieren und liefert eigentlich einen ganz guten Audioklang. Ich habe dann noch die notwendigen Kabel hier rumliegen, um das Ganze anzuschließen. Ich habe mir auch noch ein HiFiBerry Gehäuse besorgt, damit wir das Ganze schön verstauen können. Wir legen los, indem ich hier die SD-Karte einfach in mein Notebook einstecke und den offiziellen Raspberry Pi Imager starte. Link zu allen Downloads, die ihr hier braucht, auf meiner Homepage. Wir öffnen den Imager und wählen dann erst einmal aus, welches OS wir haben möchten. Hier in dem Fall empfehle ich das Raspberry Pi OS Lite Image. Das ist das kleinste Image, was wir besorgen können. Es hat alles, was wir brauchen. Uns reicht hier kurz ein Terminal. Wir brauchen keinen Desktop. Als Speicherort wähle ich hier meine SD-Karte aus. Hier in meinem Fall habe ich jetzt nur eine 16 GB SD-Karte. Das reicht allemal. Ist schon zu viel eigentlich. Dann drücke ich STRG, SHIFT und X, um ein Konfigurationsmenü aufzurufen. Hier kann ich gleich schon diverse Parameter mitgeben, die dann dem Image beigebracht werden, damit sich der Raspberry Pi direkt mit meinem WLAN verbindet. Denn ein Raspberry Pi Zero VH besitzt keine LAN-Schnittstelle. Wir tragen nun Folgendes ein. Als erstes mal einen Hostname, damit wir den Raspberry Pi gleich finden. Wir aktivieren den SSH-Zugriff und geben ein sicheres Kennwort ein, damit wir uns gleich per SSH ausschalten können. Dann geben wir die WLAN-Zugangsdaten ein, sprich SSID und Kennwort, damit sich der Pi gleich automatisch mit unserem WLAN verbindet. Wir setzen auch die gewünschte Zeitzone fest und können optional noch den Einrichtungsassistenten von Raspberry OS überspringen lassen. Auch habe ich hier einfach die Telemetriedaten deaktiviert. Wir speichern dann alles ab und drücken auf Write und warten dann ab, bis der Flash-Vorgang beendet wurde. Ist die SD-Karte beschrieben, können wir alles zusammenbauen. Sprich, ich nehme hier meinen Raspberry Pi Zero VH, stecke einmal das DAC oben drauf, führe noch die SD-Karte in den SD-Kartenleser ein und stecke dann alles gesamt in das Gehäuse. Wir können dann den Raspberry Pi mit Strom versorgen. Er sollte booten und nach einer kurzen Zeit können wir über den Browser unseren Router zum Beispiel aufrufen und einmal herausfinden, welche IP-Adresse denn der Pi abbekommen hat. Habt ihr diese IP-Adresse herausgefunden, dann könnt ihr euch mit den hinterlegten Zugangsdaten via SSH auf eurem Raspberry Pi aufschalten. Wir öffnen also hier mit PuTTY eine Sitzung. Ich gebe die IP-Adresse ein und benutze den Nutzernamen Pi und das im Flasher hinterlegte Passwort. Als allererstes führen wir einmal ein komplettes Betriebssystem-Update durch. Wir geben also als Root-Nutzer
das wir wählen können mit sudo Leerzeichen su, den Befehl rpi-update ein. Damit wird das ganze OS noch aktualisiert. Wir sollten das einfach mal tun, damit wir hier auf jeden Fall auf dem neuesten Stand sind. Anschließend können wir einmal noch apt-update, apt-upgrade und apt-auto-remove abschicken, damit wir eben die normalen Systemupdates noch installiert haben. Wunderbar, jetzt ist unser Raspberry Pi einsatzbereit. Als nächstes gehen wir hin und installieren die ALSA-Tools, die benötigt werden, damit das DAC gleich korrekt funktioniert. Also apt install alsa-utils abschicken und alles installieren lassen. Nun müssen wir die Konfigurationsdatei noch anpassen von der Bootreihenfolge, damit gleich nicht der Audioausgang von zum Beispiel HDMI genutzt wird, sondern das DAC. Wer eben ein DAC draufgesteckt hat, der muss das jetzt tun. Diejenigen, die gerne HDMI als Wiedergabequelle nutzen möchten, müssen hier nichts tun. Wir öffnen mit dem Editor Nano im Ordner Boot die config.txt. Dort scrollen wir etwas weiter runter und finden die Zeile dt-param ist gleich audio ist gleich on. Diese Zeile kommentiere ich aus, indem ich ein Rautezeichen davor setze und füge darunter einfach eine neue Zeile hinzu, die lautet dt-overlay ist gleich hyphy-berry-duck. Ich speichere die Datei hier ab und starte den Raspberry Pi einmal neu. Nun können wir prüfen, ob alles funktioniert hat, indem wir uns wieder per Terminal aufschalten und den ALSA-Mixer einmal starten. Also führen wir den Befehl aus, ALSA-Mixer. Mein DAC unterstützt leider jetzt nicht die Lautstärkeregelung, deswegen können wir hier nichts regeln. Wir können aber sehen, dass das Ganze erkannt wurde. Das passt. Wunderbar, jetzt können wir noch den Snapcast-Client einrichten. Dazu gehen wir hin und downloaden die aktuelle Snapcast-Client-Version mit einem wget-Befehl. Also wget und dann die URL zum Download. Die passende URL finden wir auch auf dem GitHub-Repository. Alle notwendigen Links gibt es auf meiner Homepage. Wir laden dann das Ganze herunter und lassen Snapcast-Client installieren mit dpkg-i und dann den Namen der Depp-File. Hier Snapcast-Client in der Version 0.25.0-1 -ARMHF für die normale 32-Bit-Variante eines Raspberry Pis .deb. Ihr müsst gegebenenfalls hier nur noch die Versionsnummer anpassen und die Architekturversion am Ende. Ist alles installiert, können wir dem Snapcast-Client noch kurz auf die Sprünge helfen, indem wir ihm festlegen, wo unser Snapcast-Server zu finden ist. Dazu rufen wir mit dem Editor Nano die Konfigurationsdatei auf, welche sich im etc-Ordner und dann Default befindet. Sie nennt sich SnapClient. Dort fügen wir eine Zeile ein, sollte die Datei leer sein. Diese nennt sich SnapClient-OPTS ist gleich Anführungszeichen minus H und dann die IP-Adresse des Snapcast-Servers. Hier in meinem Fall die 192.168.178.110. Gefolgt von einem Leerzeichen minus P und dann dem Port 1704. Das ist der Standardport eines Snapcast-Servers. Danach speichern wir die Datei ab und schließen sie wieder. Jetzt können wir den Snapcast-Client als Systemd-Service noch aktivieren. Das kriegen wir hin mit systemctl enable snapclient. Damit wird automatisch bei jedem Systemstart des Raspberry Pis Snapcast-Client gestartet. Zum guten Schluss müssen wir nur noch Snapclient starten mit systemctl start snapclient. Nach dem Abschicken startet automatisch Snapcast im Client-Modus und wir können nun ein Wiedergabegerät an den Raspberry Pi anschließen und Musik hören. Die Steuerung darüber funktioniert jetzt komplett über Mopedy bzw. Snapcast mit den jeweiligen Anwendungen, die es dafür gibt. Damit sind wir auch schon am Ende des Tutorials. Ich kann euch nur gerne darauf hinweisen, ihr könnt gerne zum Beispiel ein automatisches Update-Skript noch hinterlegen, damit der Raspberry Pi sich zum Beispiel automatisch einmal im Monat updatet. Passende Tipps und Tricks gibt es auch noch auf meiner Homepage dazu. So müsst ihr euch um das Gerät nicht mehr kümmern. Wenn noch Fragen da sind, gibt es unten die Videokommentare. Wenn das Video gefallen hat, dann lasst das Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle natürlich das Video hier an deine Freunde weiter, soweit die sich auch ein Multiroom Music Setup bauen möchten. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und hau rein!